Alles, was jetzt gerade mein Leben ist, habe ich erschaffen oder angezogen. Ja, das kann sich geht los eigentlich ganz gut. Bloß, dass es nicht an Stoff geht, oder? Ja, das passiert nichts, ja, das ist gut. Okay. Und jetzt machst du so, yeah! Und dann so, so, was geht ab, Leute? Ja, müsst schon halten, oder? Ja, passt. Was geht ab, Leute? Wir sind hier am letzten Tag der APC 3 in Arco. Das Ganze von Robert initiiert. Robert, stell dich einfach kurz vor. Warum wir jetzt hier heute hier stehen, wie du das ganze Event gemacht hast und vor allem halt der ganze Prozess von ich habe keine Ahnung, was ich machen will, zu wie du jetzt hier bist und die ganzen Sachen machst. Kurz? Ja, möglichst kurz. Also, wir haben ja vorhin schon länger geredet, aber wir wollen jetzt nicht in den Rahmen bringen. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bin ich Vollzeitunternehmer, seit Mitte 2014, jetzt 27 Jahre alt und ich bin halt ganz normal irgendwie aufgewachsen und Schule und dann startet man halt Uni und immer mehr in dieses Thema von bewusst Leben reingekommen. Bei mir hat so der Start war durch das Ernährungsthema. Ich habe Mai 2011 meine Ernährung umgestellt und das hat für mich so einen krassen Shift gegeben von so, wait, vielleicht funktioniert es ja auch in anderen Bereichen meines Lebens, dass ich irgendwie abseits des Mainstreams denke und dann kam irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, kam das ganze Business-Thema. Auch so, dass du selber einfach so voll den Einfluss hast? Dass du selber was ändern kannst? Dass du die Möglichkeit, ist ja so krass, ne? Weil fast alle Menschen sich ein Stück weit als Opfer ihrer Umstände sehen. Sie denken so, oh, okay, ja, mein Chef ist scheiße und deswegen ist mein Job doof. So. Oder oh, meine Eltern geben mir nicht die nötige Unterstützung und deswegen kann ich aus meinem Leben nicht das machen, was ich will. Oder mein Partner ist so und so und deswegen kann ich nicht frei sein. Diese ganzen Sachen fallen halt komplett, wenn du mir erstmal merkst, fallen komplett weg, wenn du erstmal merkst, so, wait, eigentlich liegt alles an mir. Eigentlich alles, was jetzt gerade mein Leben ist, habe ich erschaffen oder angezogen. Alles, was jetzt gerade mein Leben ist, habe ich erschaffen oder angezogen. Und das ist erstmal so ein Moment von, ach du Kacke, Alter, habe ich ganz schön verbockt. Aber im zweiten Moment ist es, okay, krass, wenn ich ein Stück weit verantwortlich dafür bin, dann kann ich es halt auch verändern. Und das war für mich ganz klar dieser Moment, wo ich gemerkt habe, wow, krass, ich kann selber tätig werden und ich kann mich fragen, will ich das? Und wenn ich das nicht will, dann kann ich es verändern. Mhm. Und das macht halt eine komplette Welt auf, weil dann sind wir weg aus dieser Opferrolle von, okay, es geht nicht, weil bla bla bla, Konjunktur ist scheiße oder Eltern machen dies, das oder ich habe nicht genug Kohle und so weiter, sondern ich kann die Dinge selbst machen. Und klar, es soll jetzt auch nicht so klingen, als wäre es mega easy, du musst dich mega dahinter klemmen, es braucht eine Menge Zeit, du kommst immer wieder an deine Grenzen, schiebst deine Komfortzone raus und so weiter, aber es ist möglich und das finde ich halt so mindblowing. Das war auch das weißt du ja noch gar nicht von mir, aber als ich meinen YouTube-Channel angefangen habe, war das so voll unter dem Thema Life Engineering, wie es sich genannt hat. Und für mich war es einfach nur der Fakt, dass du dein Leben designen kannst. Mhm. So, okay, jeder von uns ist irgendwo in irgendeiner Situation, aber ich kann mir heute einen Plan machen und ich kann den umsetzen und dann liegt es nur noch an mir. Vielleicht bin ich in einer scheiß Situation, aber wenn ich bereit bin, das Ganze zu machen, es kommt wieder auf dich zurück, so wie stark willst du es? Und das finde ich eben auch so krass und deswegen habe ich auch jetzt Robert genommen, um das Interview zu machen, weil ich glaube, dass viele von uns sich zu Leuten aufschauen, die, klar, wenn es richtig krass geht, so Cristiano Ronaldo, dann sind wow, krass, aber auch schon Rob, wenn ihr jetzt bei Rob auf seinen Kanal geht, also auf seine Instagram-Page, dann denkt ihr euch so, was, 7800 Follower und so weiter, wow, das ist voll der krasse Typ, aber ich bin nicht so. Und das ist ja eigentlich voll der Bullshit. Ja. Und das finde ich voll geil, so wie hast du, also nur, dass du einfach selber sagst, du warst ja auch, du bist ja niemand Besonderes, weißt du, was ich meine? Ja. So ist es. Das ist auch für mich so die Motivation mit unserer Awesome People Conference. Es gibt da draußen wirklich krass viele Leute, die irgendwie in ihrem jeweiligen Bereich echt krass erfolgreich sind. So, wir haben irgendwie Christian Bischoff dabei, wir haben Laura Seiler dabei, Kai S. dabei und du guckst dir Leute an und denkst so, Alter, die sind irgendwie anders, die sind irgendwie mega heftig unterwegs. Dabei sind die und ich auch einfach nur ein Stückchen länger auf diesem Weg unterwegs, als jemand, der jetzt am Anfang steht. So. Das ist die komplette Magie ist, du musst anfangen und über mehrere Jahre kontinuierlich an dir arbeiten und immer, 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 immer mehr Wert für diese Welt erschaffen. Und dann kommst du automatisch dahin. Das ist echt, haben wir gerade drüber gequatscht, aus meiner Sicht in der heutigen Zeit einfacher als je zuvor irgendwie etwas zu starten. Und mit einfach meine ich nicht leicht. Das ist für mich so diese Differenzierung. Einfach im Sinne von, es ist kein Geheimnis, das sind die Schritte. So, wir können jetzt wahrscheinlich jedem in 10, 15 Minuten erklären, wie die ganze Geschichte funktioniert. Und er müsste die Sache nur machen und dann funktioniert das. Aber es ist eben schwierig, die Sachen umzusetzen, weil du kommst halt immer wieder an deine eigenen Grenzen. Du merkst so, boah, ey, ich habe voll Angst, irgendwie mich zu zeigen und deswegen kann ich keine Insta-Stories machen und meine Komfortzone und was denken denn andere Leute und oh, ich habe Glaubenssätze zum Thema Geld, deswegen kann ich nicht wirklich rausgehen und kann kein Produkt an den Start bringen oder ich habe Angst davor, mit fremden Leuten in Interaktion zu treten. All diese Sachen, zu denen wir halt einfach krass konditioniert werden von klein auf, die fallen uns halt mega schwer. Und das ist für mich der Prozess, das zu durchbrechen und dann ist halt auch dieses Business-Thema einfach viel, viel einfacher.
Ja, und das ist halt wirklich so der Punkt, so dich selber hält niemand ab, außer du selbst. So ist es. Und ich glaube, wenn man einmal es schafft, so diesen Mindshift zu machen und zu sagen, hey, es liegt nicht an der äußeren Welt, sondern es liegt wirklich an mir und es kann hart sein, aber wenn ich es wirklich möchte, dann kann ich das voll machen. Zum Beispiel, ich habe mal in den Kommentaren bei einem YouTube-Video von dir gesehen, dass irgendwer geschrieben hat, hey, für mich bist du der deutsche Gary Vee. Mhm. Für die Leute von euch, die Gary Vee nicht kennen, das ist ein ultra erfolgreicher amerikanischer Unternehmer und es gilt als Gott fast schon, weil er hackt einfach Social Media und checkt das so richtig aus. Und für Rob wahrscheinlich sowas zu hören ist so, wow, what the fuck. Ja, mega. Aber selbst Gary Vee, wo wir bei dir sagen, wow, krass, Gary Vee, oh mein Gott, so bitte, keine Ahnung, ich tue alles für dich. Auch er hat einfach nur irgendwo angefangen. Und das ist krass, wenn du dir seine Story reinziehst, der war halt früher in der Schule, der war halt mega schlecht in der Schule, nur 4, 5 und 6 geschrieben, der war halt todesschlecht und die Story erzählt halt auch immer wieder gerne, all seine ganzen Lehrer haben halt gesagt, ja, aus dir wird nichts und you suck at school und bla 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 und so weiter und jetzt letztendlich hat er halt für sich das perfekte Leben aufgebaut, irgendwie mehrere Millionen Unternehmen am Start und einfach für sich ein großartiges Leben, hilft ganz, ganz vielen Menschen und geht halt jetzt zu denen und sagt halt so, ja, fuck you, ich hab's doch irgendwie geschafft so und das zeigt halt, du kannst es halt einfach machen, du musst halt voll reingehen und du musst halt über mehrere Jahre immer wieder am Start sein und immer wieder an dir arbeiten und halt diesen schweren Weg gehen, den viele da draußen im Internet, machen wir uns nichts vor, immer wieder dieses, ja, kauf meinen Kurs und du hast innerhalb von 30 Tagen hier ein krasses Einkommen am Start oder innerhalb von 30 Tagen den perfekten Sommerkörper oder was weiß ich, so diese ganzen, wir suchen immer nach diesen Hacks, nach diesen kurzen Abkürzungen, die aus meiner Sicht in allermeisten Fällen halt nicht funktionieren und halt so ein Marketing-Ding sind und wir streben halt immer wieder danach, deswegen verkaufen sich solche Dinge gut. Finde ich persönlich halt super schade, aber so sind wir Menschen halt, wir denken immer so, ey, okay, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel rausbekommen? Irgendwann kommt allerdings, glaube ich, der Moment, wo wir uns halt von diesem Gedanken verabschieden müssen und uns sagen müssen, so, okay, ey, die meisten Dinge, die wirklich, wirklich wertvoll sind, die brauchen halt eine Menge Zeit. Wenn sie einfach wären, dann hätten alle das. Denn guckt draußen in die Welt und alle sind perfekt durchtrainiert, alle haben richtig viel Kohle, alle die perfekten Beziehungen, jeder ist irgendwie happy mit seinem Leben. Nee, ist nicht. Und dementsprechend liegt es halt daran, dass die meisten Menschen nicht bereit sind, irgendwie den Weg zu gehen. Und weißt du, was ich aber auch geil finde? Zu realisieren, ja, okay, geil, in einem Monat habe ich nicht einen krassen Körper, in einem Monat bin ich nicht reich, in einem Monat baue ich kein krasses Business auf, in einem Monat sonst irgendwas nicht. Aber wenn du es ein paar Jahre lang machst, dann wird es echt passieren. Ich meine, du hast es ja selber gemerkt. Ja. Du machst jetzt hier Akku, Events, sonst irgendwas. Die Leute kommen, feiern alles. Du redest echt mit den krassesten Leuten so im deutschsprachigen Raum. Und nicht, weil du irgendwelche Shortcuts genommen hast, aber auch nicht, weil du jetzt so ultra besonders bist, sondern bist einfach immer wieder den Weg gegangen. Ja. Und das ist halt dann auch wirklich sowas, was ich halt bei mir auch schon voll merke. Das sind einfach diese kleinen Momente, wo du dann abends in deinem Zimmer bist und denkst, fuck, warum schreibt der Typ mir so einen scheiß Kommentar? Oder, ich habe keinen Bock, das morgen zu machen. Und es sind wirklich diese kleinen Momente, wo du einfach jedes Mal wieder und wieder und wieder. Was ich super spannend finde, ist, dass, wenn ich so auf meine letzten Jahre zurückschaue, dann merke ich, okay, viele Dinge haben wirklich funktioniert. Und jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich merke, Alter, es irgendwie geht in eine richtig geile Richtung. Und trotzdem hast du so oft im Alltag immer wieder das Gefühl, fuck, das funktioniert nicht. Boah, ich habe mir das leichter vorgestellt. Boah, ist das nervig. Das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Du denkst, es ist so krass. Die meiste Zeit fühlt es sich an, wie die ganze Geschichte funktioniert gar nicht. Und am Ende funktioniert es dann doch. Und das ist halt so verrückt. Das ist halt so verrückt. Du denkst halt immer wieder so, boah, das habe ich mir leichter vorgestellt. Dann bringe ich einen Kurs raus. Weniger Sales als gedacht. Dann willst du den Kooperationspartner, kriegst eine Absage. Dies, das. So viele Schwierigkeiten, so viele Probleme. Und da ist halt wichtig, in diesem Struggle des Alltags nicht so diesen Fokus zu verlieren von, okay, wo willst du eigentlich wirklich hin? Und dann halt mal gegen zu checken. Was war vor einem Jahr? Was war vor 2 Jahren? Was war vor 3 Jahren? Und kommst du dem Ganzen näher? Und meistens merkst du bist rasant unterwegs, aber im Alltag merkst du einfach, da kommen halt wirklich diese Schwierigkeiten rein. Und da dann nicht unterzugehen und sich nicht zu denken, Alter, ich habe keinen Bock, es ist mir alles viel zu nervig. Weil du halt den Fokus immer wieder so auf den Boden irgendwie und immer auf dieses Jetzt gerade, anstatt mal so ein bisschen zurückzugucken und zu schauen, boah, was habe ich eigentlich in den letzten 6 oder 12 Monaten geschafft? Krass. Das ist wirklich so, ich merke das auch so, man denkt sich so jeden Tag irgendwie so, es fühlt sich alles gleich an, hier ist mein Plan auf meiner Excel-Liste vor und so weiter und irgendwie so ein paar Verbesserungen, schon, aber wenn ich mir mal anschaue, das ist ja das Coole auch mit so einem YouTube-Channel, mega. Wenn ich mir meinen Vlog vor 6 Monaten anschaue, Alter, ich war eine ganz andere Person. Ich war geil damals schon als selbstbewusst und so weiter. Aber auch da, ich stand viel schüchterner vor der Kamera und so weiter. Und man entwickelt sich so krass, aber man merkt es tagtäglich nicht. Und das finde ich so genial. Und wenn du jetzt den Leuten so wie schafft man es, ich will nicht so eine Sache sagen, weil ich das immer behindert finde, aber
sag mir, gib mir drei Worte, die mich an dem Fall. Also, Bullshit. Was sind deine drei besten Tipps? Aber so was würdest du den Leuten raten? So, weil ich meine, es gibt ja genug Stories. Es gibt genug Stories. Es gibt deine Story gewissermaßen, es gibt Gary Vee, es gibt hunderttausende Stories, die einfach beweisen, wenn du deine Sache, wofür die wirklich brennst, immer und immer wieder machst, auch wenn es mal scheiße läuft, auch wenn die anderen sagen, es geht nicht und sonst irgendwas und einfach immer weitermachst und vor allem, wenn du an deine Grenzen kommst, dass es dann irgendwann passieren wird. Und jetzt kann man das sich ja anschauen und so, ah ja, okay, es funktioniert schon, aber dann denkt man sich auch irgendwie so, ja, vielleicht haben die doch irgendwas Besonderes. Vielleicht funktioniert es nur bei denen und bei mir nicht. Was, wie würdest du sagen, schafft man, weil ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, weil wenn, wir merken es ja beide selber, wenn du mal auf den Weg gehst, dann kriegst du erstmal voll in die Fresse, aber dann trotzdem hast du trotzdem so viel Bock, es zu machen, dass du dann noch einen Schritt weiter gehst, dann so, hey, wenn ich da einmal drüber gehe, dann geht's ja trotzdem und dann gehst du einen Schritt. Wie kommt man, würdest du sagen, wie schafft man das so richtig, da irgendwie auf den Weg zu gehen? Das ist immer wieder, da sind wir eigentlich genau bei dem gleichen Thema von vorhin. Das ist aus meiner Sicht super einfach, aber nicht leicht. Ja. Weißt du, was ich geil finde? Diese Metapher, das ist so wie wenn du an einer Kletterwand hängst und so 20 Meter in der Höhe und loslassen musst. Das Loslassen selber ist ultra einfach, aber das einfach hinzubekommen, das ist geil. Ja, das ist genau das. So, wirklich dieses ins Handeln kommen, aus meiner Sicht ist kein Hexenwerk. So, schau mal, was ist eine Sache, die mich irgendwie begeistert? In welche Richtung würde ich gerne gehen? Was ist mein aktuelles Thema? Und das ist voll Wurst, egal ob ich irgendwie, weiß ich nicht, ein krasses Auto haben will und mich deswegen voll in dieses Thema reinfuchse oder irgendwie meinen Körper trainiere oder sage, okay, ich möchte in meinen Beziehungen besser werden oder worin möchte ich gerade irgendwie besser werden? Was begeistert mich wirklich? Was ist ein Thema, was mich mega interessiert? Und sei es, weiß ich nicht, Modellautos sammeln. I don't give a fuck. So, das Thema, was dich gerade wirklich begeistert, da reinzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich mit der Zeit, die ich aktuell habe, das meiste lernen, weil für mich ist wirklich dieses Lernen und dieses immer besser werden ist für mich der Schlüssel, weil wenn du jetzt in einen Bereich reingehst und sagst, boah, das ist meine aktuelle Passion, da gehe ich voll rein und dann ist es recht wahrscheinlich, dass du irgendwann merkst, okay, das war es doch nicht, das war nur aktuell irgendwie cool. Ist ja bei jedem Kind so. Bei mir, als ich ganz klein war, mein Lieblingshobby war Lego. Dann irgendwann hat mich Lego nicht mehr gejuckt, ich habe Fußball gespielt. Irgendwann hat mich Fußball nicht mehr gejuckt, ich habe irgendwelche Kartenspiele gezockt. Dann hat mich das nicht mehr gejuckt, dann habe ich das und das gemacht. So. Du hast ja immer, in Phasen bist du immer unterwegs. Und das, was deine aktuelle Leidenschaft, dein aktuelles Hobby, deine aktuelle Begeisterung ist, wird es wahrscheinlich nicht für den Rest deines Lebens werden. Aber wenn du da reingehst, dann nimmst du so viel wertvolle Sachen für dich mit. Du lernst irgendwie, wie du den ganzen Input, den es da draußen gibt, für dich so kanalisierst und umsetzt. Dann lernst du, mit Ablehnung umzugehen. Dann lernst du, dich da draußen in der Welt zu zeigen. Und all diese ganzen Sachen lernst du für dich. Und dann irgendwann merkst du, das ist nicht mehr meins. Ich habe auch mit einem Business gestartet zum Thema Rohkosternährung. Mhm. Jetzt aktuell ernähre ich mich nicht mehr komplett so. Das ist jetzt nicht mehr Teil meines tagtäglichen Business. Aber trotzdem habe ich aus der Zeit so viel mitgenommen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe da voll rein, ich lerne super viel und ich setze dieses Gelernte direkt um. Und wie das aussieht, kann ja für sich selber entscheiden. Aber für mich, wirklich die steilste Lernkurve hast du, wenn du direkt, auch wenn du noch nicht ready bist, direkt sagst, okay, ich gebe das an andere Menschen weiter. Und sei es jetzt, du startest einen Instagram-Account zu dem Thema, sei es, du startest einen Blog, sei es, du startest einen YouTube-Kanal oder du setzt dich einmal eine Woche mit deinem kleinen Cousin hin, der irgendwie noch zwei Schritte weniger weit ist als du und erklärst dem ein paar Sachen oder sowas. Oder einfach nur, du führst jeden Tag Tagebuch und bringst deine Gedanken auf den Punkt mit dem Ziel von, okay, irgendwann eines Tages kann das jemandem helfen. Also dieses Lernen und das direkt wieder umzusetzen ist für mich der Schlüssel, weil sonst kommen wir so schnell in so eine Routine des Konsumierens. Jeden Tag Online-Kongresse, Podcasts, Bücher. Das ist ja auch mittlerweile fast so ein Statussymbol. Kultur, Ich lerne so viel, ich gebe mir den ganzen Input. Ich lese jede Woche ein Buch. Ja. Oder jeden Tag 7 Bücher oder was weiß ich. Das ist ja, es ist geil, aber wenn du nichts damit machst, ist halt komplett wertlos. Das nützt dir halt nichts. So, das ist genauso wie, ich esse ganz viele gesunde Sachen, meine Verdauung ist komplett im Arsch, ich kann die Sachen gar nicht aufspalten, dann nützt es mir nichts, was ich Gesundes gegessen habe. Und beim Thema Input genauso. Alles Lernen ist komplett irrelevant, wenn wir nichts damit machen. Deswegen ist für mich echt der Fokus, so schnell wie möglich in die Umsetzung zu kommen, das an andere Leute weiterzugeben, das für sich selber zu durchdenken. Wirklich so dieses, nicht nur so Wissen sammeln, sondern wirklich irgendwie studieren, die Bücher nehmen und dann unterstreichen und dann dies, das und für sich die wertvollsten Nuggets rausziehen und das vielleicht sogar noch nach draußen geben durch einen Social Media Account oder sowas oder indem wir mit anderen Leuten drüber quatschen und dann kommen wir, glaube ich, immer näher an so einen, an diese Gewissheit von, boah, ich kann wirklich selber was verändern. Und auch für Leute, die jetzt nicht Wissen irgendwie nach außen bringen wollen, aber keine Ahnung, jemand möchte Sänger werden, aber die Eltern sagen, stimmt, wäre da dein Ding einfach jetzt heute direkt nach dem Video einfach den ersten Schritt gehen. So ist es. Das ist ja. Oder das, weil ich sage das so oft, ich glaube, ich sage es täglich in meiner Insta-Story, ich glaube, meiner Meinung nach ist einfach die eine Sache. Egal, was du denkst, was du machen solltest,
Scheißegal. Ich finde, der erste Schritt ist immer eine Google-Suche. Mhm. Googelt eine Sache einfach, wie werde ich das? Und das Video wende ich komplett, wenn ich Leute durch die... Das Video wende ich komplett, wenn Leute nicht durchlaufen. Was wolltest du sagen? Dass wirklich, egal was es ist, mach einfach den ersten Schritt. Egal, das Wichtige ist, es geht nicht darum, so, man fragt sich so, ja, was ist der erste Schritt? Ist scheißegal. Mach einfach nur den ersten Schritt, egal was das ist. Wenn du einfach nur googelst, für mich war das, wie werde ich erfolgreich? Das hatte keinen Sinn. Das hatte keinen Sinn, da ist nichts rausgekommen. Aber ich habe in meinem Kopf gesagt, hey, okay, ich gehe den Schritt. Ja. Und dann kommen halt so ein Dominostein nach dem nächsten. Du entdeckst irgendwas, du entdeckst ein Buch, dann gehst du auf ein Seminar und was auch immer. Letztendlich ist es Wurst, womit du startest. Und in den meisten Fällen, wenn du zurückschaust, dann haben auch die Dinge, wie du sagst, am Anfang gar nicht so wirklich viel Sinn gemacht. So, ich habe, als ich in dieses Business-Thema reingegangen bin, ich habe einen Blog gestartet zu allem, was mich interessiert hat. Es hat 12 Leute gelesen, es hat niemanden gejuckt. Dann habe ich irgendwie andere Themen recherchiert. Ich wollte irgendwelche Taschen verkaufen, dies, das. Hat alles für mich nicht wirklich irgendwie im Nachhinein Sinn ergeben, weil ich nichts daraus gemacht habe. Aber es war wichtig, um in diese Routine des Handelns zu kommen. Und meistens, die erste Sache, die wir machen, wird nicht direkt unser krasser Erfolg. Ja. So siehst du ja, wenn du dir irgendwelche Unternehmerbiografien reinziehst, die meisten Leute starten irgendwie 3 verschiedene Sachen und die vierte wird dann erfolgreich. Und so ist es halt, weiß ich nicht, ob das, was ich jetzt mache, für die nächsten 10 Jahre mein Ding sein wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mache ich in 3 Jahren was komplett anderes. Ja. Aber all das ist ein Schritt auf dem Weg dahin. Weil du es dann einfach lernst. Also Rob, vielen Dank fürs Interview. Ich hoffe, ihr konntet richtig viel mitnehmen. Folgt ihm, ich packe euch alle Links zu ihm, zu Instagram, zu Awesome People Family, von der APC, was weiß ich. Habt ein Affiliate-Programm. In die Beschreibung. Aber ganz wichtig, schreibt mal einen Kommentar drunter, was ist die eine Sache, die euch vom ins Handeln kommen abhält. Ja, weil das, wenn ihr das überwindet, Alter, das... Dann wird es passieren. Du brauchst offen. Keine Ahnung vom Weg, einfach den ersten Schritt. Das wäre auch eine ultra interessante Frage, deswegen schreibt es für mich rein. Danke fürs Zuschauen und macht es euch selbst und eurem Leben ein Meisterwerk. Ciao. Boom. Nice.